Alle Wege führen zum gewünschten Ziel, aber du musst dran glauben. Ich hatte Brustkrebs und ich hatte volles Programm hin. Ich habe auch volles Programm hinter mir, Chemo, Bestrahlung, alles. Und ich hatte das Glück, tolle Ärzte zu haben. Ich hätte mich nicht, ich war damals nicht so weit, ich hätte mich nicht drüber getraut ohne volles Programm. Ich war, habe einen schnell wachsenden Tumor gehabt, einen Brustkrebstumor und bin jetzt seit 3 Jahren ganz gesund. Und ich habe immer gefühlt, alles wird gut. Schön. Und ich habe immer gefühlt und ich habe sogar, ich habe meinen Krebs geträumt, also geträumt unter Anführungszeichen, er wurde mir zugetragen. Und ich habe gewusst, ich muss da durch und ich habe das durchgezogen und ich habe das Glück gehabt, wirklich auf ganz tolle Ärzte zu kommen und ganz tolle Pfleger zu kommen. Und ich habe auch dadurch meine Einstellung, und das haben auch die Ärzte und Pfleger immer zu mir gesagt, durch meine Einstellung, dass ich so positiv war, dass ich das schaffe, war das gar nicht so schlimm. Ich habe die Chemo nicht so schlimm empfunden. Natürlich, ich habe die Haare, aber das ist in dem Fall alles nicht so wichtig. Aber ich habe es nicht so arg empfunden, was das Eigentliche ist. Mich hat diese Krankheit genau dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das hört Und man mir wurde so schon oft oft. gesagt von der Akasha-Chronik, das war so ein Wink mit Zaunfall, dass du jetzt endlich einmal in die Richtung gehst, wo du hingehörst. Und so Das empfinde ich das. Ich hoffe, also ich glaube, dass das so ist und ich habe irgendwie, das war halt mein Weg. du Aber weißt gar ich nicht, bin. wie oft ich schon gehört habe, dass Leute gesagt haben, es hat mir das Leben gerettet. Diese Krankheit hat mir das Leben gerettet. Also emotional und auf anderer Ebene. Also das hört man so oft. Sehr schön. Ich hätte mich, also ich bin wirklich die ganze Schiene gefahren, weil ich einfach dachte, ich habe es auch gespürt, ich muss das gehen, weil vielleicht wäre es anders gegangen, aber ich war noch nicht so weit. Ich hätte es anders nicht geschafft. Weißt du, was die Akasha-Chronik mir in solchen Fällen immer, schon seit Jahren immer gesagt hat, wenn Betroffene sich entscheiden müssen, welchen Weg sie gehen? Die meisten Lehrer sagen immer, alle Wege führen zum gewünschten Ziel, aber du musst dran glauben. Es ist Super, ja, egal, super. welchen Weg sie gehen, haben sie gesagt, ob es jetzt die Chemo ist oder was weiß ich, Ernährung umändern oder so, aber du musst dran glauben. Und das fand ich immer toll, weil ich war immer gegen Chemo. Und dann habe ich auf einmal gedacht, aha, also es gibt nichts gegen irgendetwas sein. Es gibt nur, sei für deinen Weg. Und das fand ich ganz toll, die Antwort. Also die ist jetzt einfach in mir drin für alles, was ich tue, weißt du? Ja, schön. Genau, Danke, genau. dass du das mit uns geteilt hast. Und herzlichen Glückwunsch für deine Heilung.